Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, als Christ kommt man nicht darum herum, sich mit Blasphemien zu beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Eine der bekanntesten Gotteslästerungen ist der sogenannte Galvinismus, der von dem Monsieur Augustinus über Calvin, dann, was haben wir so bekannte Irrlehrer, John MacArthur, immer weiter ausbreitet. Man kann dieses Gift nicht stoppen. Man kann nur offenbaren und den Christen helfen. Das war genau diese Datei. Da seht ihr links, könnt ihr links anklicken und dann einlesen und dann seht ihr, wie weit verbreitet dieser ganze Calvinismus in der Christenheit vorhanden ist. Klar, bei echten Christen wird ein Calvinist sofort offenbar. Ein Calvinist ist ja ein Gotteslästerer. Prinzipiell lehren sie die Bekehrung ab. Sie sagen, Gott wählt Menschen in der Ewigkeit aus, für die Ewigkeit im Himmel und für die Ewigkeit in der Hölle. Calvinisten sind noch eine Stufe tiefer wie der Satan selber. Der Satan selber hätte so etwas nie gesagt. So, und das sind dann Links, die ihr öffnen könnt. Die sind am Schluss alle verlinkt im YouTube. Dann zum Beispiel der Wahnsinn des Calvinismus, die typische 5 Punkte, also die Tulipierlehre, wo man versucht hat, den Calvinismus in 5 Punkten zu definieren, oder 5 Dinge, die Gott nie gesagt hat. Also eine recht umfangreiche Datei, die euch hilft, schnell über diese Gotteslästerung des Calvinismus euch einzulesen, damit ihr andere vor diesem fürchterlichen Irrtum, der in die ewige Hölle führen wird, aufzuklären. Das ist Sinn und Zweck dieser Datei. Wo man sie findet, kann ich euch auch zeigen. Ihr geht da auf bibelkreis.ch und dann neben der Schrift. Und da haben wir schon die Datei, die ich vorher vorgestellt habe. Im Herrn Jesum Christum hoffe ich für euch, dass ihr auch Menschenretter sind, die zum einen einzigen Retter hinweisen, dem Herrn Jesum Christum, dem ewigen Gott, der wahrer Mensch wurde.